Macht euch alle bereit, gleich mit Dauerfeuer. Sobald der das erstmal zu sehen ist. So, Leute. Leute, da ist ein Heli genau vor uns gelandet. Und wir steigen, wir laufen jetzt vier Mann. Mit vier Mann laufen wir jetzt rein und versuchen den. Wenn es geht, dann wartet noch. Der wieder rauskommt, ne? Ja, bis da vielleicht die Base aufmacht. Aber zu lange werde ich nicht warten. Sonst. Nee. Wenn du den siehst, ja, kannst eigentlich. Aber sei sicher, dass du den tötest. Schieß nicht wieder daneben. Ich habe mir das Fight hat genommen, um ein bisschen schneller da zu sein. Ich glaube, ich habe echt schon das Gefühl, dass der in der Base drin ist. Ich glaube, der ist innen drin gelandet. Ja, glaube ich auch. Meinst du? Ja, man hört das Fahrrad nicht, nee. Oh, der hat das Tor zugemacht. Gerade eben. Der hat geschossen. Welches Tor? Hier das rechte. Fährt irgendwo ein SUV. Vielleicht mal hier. Scheiße, hier ist alles unlocked, da. Ey! Na, scheiße, das ist auch unlocked, da. Ich sehe ihn hier drinnen sitzen, der sitzt hier drinnen, ich kann ihn sehen. Das ist einer mit einem Large Gun Pack. Nee, der guckt auf sein Auto, der wird wahrscheinlich mit dem Auto gleich fahren. Mach nicht so lauter Steps. Lass ihn ein bisschen beobachten, vielleicht kommt er raus mit dem Wagen. Der wird auf jeden Fall rausfahren, der hat allein schon den Motor angemacht. Wir gucken ihm zu durch die Mauer. Ja, schau, dass der euch nicht sieht, ne? Ja. Deswegen geh einen Schritt zurück oder duck dich. Was habt ihr jetzt gehört? Warte, der steckt ein. Hat der Motor ausgemacht? Ja, aber das sind zwei, oder? Und hier sind so viele Zombies. Ich sehe ihn nicht. Das wird jetzt spannend. Kacke, hier ist ein Zombie neben mir. Ich werde mich mal hinlegen, dass der Zombie mich nicht sieht. Er steigt wieder ein. Du machst einen Safe auf. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ein Safe, den er aufmacht. Wenn er mit Helikopter losfliegt, haben wir auch keine Chance, ihn abzuknallen, oder? Warte, jetzt ist er wieder auf dem MSUV. Der ladet ihn, glaube ich, gerade aus. Vielleicht werde er gleich mit dem wegfahren oder weiterfahren, looten oder so. Du mag auch sein. Ich weiß es gerade nicht, aber das sieht aus, als ob er... Habt ihr eine Granate? Habt ihr eine Granate dabei? Nein, keine Granate. Der muss die Tür aufmachen. Das bringt nichts, wenn wir den jetzt töten. Das hat absolut keinen Sinn. Mal schauen, ob er überhaupt rauskommt. Einfach sitzen bleiben. Ich leg mich auch jetzt einfach hier hin. Komm mir schon vor wie der größte Stalker. Das ist Daisy. Das Leben eines Campers. Das kannst du schon nicht mehr campen, denn wir sitzen hier in der Mauer und beobachten ihn auf Schritt und Tritt. Das ist schon. Das ist das Campen. Ich frag mich aber, wo der Heli gelandet ist. Ich sehe den gar nicht. Ja, oben wahrscheinlich. Ne, der muss unten gelandet sein, weil der hat hier unten hat er einen Zombie getötet. So zwei, einer mit einem Gilly und ein Survivor. Ja, die laden beide aus. Ja, dann warten wir noch. Wir warten noch. Leute, sind das sogar drei? Einer, das ist ein Gunner-Outfit. Oder der hat ja, oder der hat's gewechselt. Glaube ich eher. Der hatte ja vorher einen Survivor an. Der macht Tor auf. Okay. Ne, doch nicht, der geht wieder zurück. Ah, diese Fehlinformation. Ja, wieso? Der ist ja gerade aufs Tor zugelaufen und dann ist er plötzlich zurückgegangen. Wo ist er jetzt? Eigentlich sind wir schlecht positioniert. Drei auf der einen Seite und nur einer auf der anderen Seite. Doch, wir können schnell wechseln. Hier sind zwei sind da hier, einer mit Gilly. Machen die auf oder was? Weiß es nicht. Bei uns war der gerade mit dem Gilly. Wie siehst du die dann, Perry? Ich kann unter das Tor durchgucken. Okay. Ja, ich glaube, der Heli steht da. Die hocken, glaube ich, gerade am Heli. Ich schleiche mal zu Perry. Aber ganz vorsichtig. Ja, ich schleiche mit Schiff. Ja, man hört trotzdem so einzelne Schritte. Also kann man auch mit Zombie verwechseln.
Wir haben hier ein Auto. Aufgemacht. Zu. Wieder zugemacht. Auf. Wieder auf. Eingestiegen. Kommt das Heli. Heli. Okay, dann lauft ihr hin. Wir schießen ihn gleich an. Sobald er anfängt abzuheben. Macht euch alle bereit, gleich mit Dauerfeuer. Sobald der das erstmal zu sehen ist, jo. Ja, und das hält er aus, ja klar. Boah, ja, der schießt sogar noch. Okay, komm, wir gehen weg. Oh Mann! Ärgerlich! Ey, wie viel wir reingehalten haben und der überlebt das? Katastrophen. Ne, das ist eine Wende. Die haben auf jeden Fall bestimmt Angst bekommen. Ja, einer läuft gut. War trotzdem lustig. Ja. Wir alle. Hallo? Schmucker sein Fahrrad klauen. Wäre der andersrum gelandet, ne? Dann wäre easy gewesen, weil da hätten wir voll ins Cockpit schießen können, aber so. Hatten wir kein freies Blick aufs Cockpit. Ja, die haben aber auch eine gute Base, muss man sagen. So, was. Die waren halt auf dem Hügel, oh. Daher konntest du sowieso nicht reinballern. Und dann auch noch mit diesen diagonal versetzten Bodenplatten, Metallplatten. Okay, wir machen das. Oh Gott, Mann! Ein Busch, eine Laterne. Ich nehme beides mit. Wow! Aua! Danke, Physik. Du bist... Oh nein, Zombie! Hier ist ein Auto, aber auch ohne Reifen. Muss mal eben ein Fahrrad neu aufbauen, mit Physik nicht reingefahren. Du hast mich zum Bluten gebracht. wir müssen schneller hin. Habt ihr geschossen? Ich muss schnell schießen. Ich musste kurz schießen. Ey, wir müssen schneller, die Mission ist geklärt, ne? Ja, wegen dem Heli, aber trotzdem. Oh, wo ist denn jetzt mein Fahrrad? Hast du das im Wald aufgebaut? Ja. Happy Birthday. Du musst eigentlich Manu-Keks. Eine Mission fliegt schon der Heli. Die ist bestimmt schon vorne und geklärt alles, hat schon alles geklaut und so. Aber wenn es wenigstens so wäre. Wir meinten gerade zweimal Zombies vor das Fahrrad rennen zu müssen und jetzt ist mein Fahrrad nicht mehr gespawnt. Oder irgendwo. Ja, ich muss doch mal so auf alle suchen. Perry und Manu Kicks haben erstmal ihr Fighter verloren. Ich hab meinen schon wieder. Ja, meine Keks. Noch. Drück mich hier um. Das ist. Och, ich pack's nicht. Ich hab das neben der Scheune aufgebaut und das Ding ist in der Scheune gespawnt. Die Sache ist, die Scheune ist eine Base. Och, komm schon. Viel Spaß beim Laufen. Hast du das, Mucka? Nee, was denn? Nicht geschossen. Wo? Jo, vor uns. Oh, lol, die Venom. Oder wieder, glaub ich. Hört sich an, als ob der Venom landet. Oder was auch immer für ein Heli landet. Nee, ich glaube, die betteln sich wieder. Da vorne fliegt er. Ich versuche die gleich von hier aus zu beschießen. Ja, ich glaube, die 800 Meter zur Base, zu mischen. Weil mit Fahrrad lohnt sich das nicht. So extrem gefährlich, was hier abgeht. Ein Sniper schießt. Sniper oder die? Sniper. Irgendwo mitten im Wald. Das wird der irgendwo drum fahren, ey, beim Nachbarn. Wer? Nicht? Nö. Boah, der Helikopter perfekt auf mich zu, ich könnte eigentlich schießen, aber ich mach's nicht. Oh, halt, der von einem 2 kassiert. Ich schieße. Ja, schießt du mit einem Sniper neben mir? Ja, ich hab grad geschossen.
Du bist aber nicht neben mir. Gott hat neben mir etwas abgedrückt. Nee, nee, ich war hinter dir. Ich hab den richtig frontal, ne? Ich hab gewackelt. Da ist Perry. Jo. Aber ich hab übelst das Nachladen gehört, ey. Ich geh mal spotten. Oh, Schiss auf mich. Ja. Habt ihr gehört von wo? Ich bin tot. Also, da sind mehrere. Woher? Ich hab keine Ahnung, vor mir irgendwo. Ich weiß auch nicht wo. Vor mir, ich höre hier neben mir die ganze Zeit das Nachladen. Also die sind die Mission auf jeden Fall am Bekämpfen. Liegen irgendwo im Wald. Mindestens zwei. Kannst du dich im Wald umgucken? Die waren unter dir, Quizzix. Ich weiß, ich laufe hier gerade, ich suche gerade, ich sehe die nicht. Ich laufe umgekehrt weiter weg und versuche von oben den Heli ein bisschen in die Mangel zu nehmen. 60. Die müssen ja eigentlich irgendwo jetzt vor mir im in den Tannen liegen. Nein, nein, die müssen unter dir, glaube ich, schon sein. Da ist die Base. Leute, das ist echt eine Base in der Luft. Hast du die gesehen? Naja, ich bin ja da vorbeigelaufen. Aber die ist despawned. Ich sehe die Kiste. Okay. Wie gesagt, die sind nicht an der Mission, die rundherum in der Mission im Wald. Mindestens zwei. Ich weiß, aber ich sehe die nicht. Also ich bin in deren Wald, das weiß ich auf jeden Fall, weil ich... Du kannst ja hier... Perry, du kannst ja hier spawnen und Mino Keks könnt ihr auch langsam kommen. Ja, ich bin da. Pass auf, ab 600 Meter wird's gefährlich. Der geht runter. Okay. Lädst mich wieder ein, Manu? Ja, sofort. Ich muss nur kurz Deckung. Ja, ich seh den. Stürzt der ab, oder was? Nee, der versucht zu landen. Okay, da schießt irgendwas Dickes auf den. Ja, sehe, höre ich rechts. 500 Meter. Ich glaube, die... Oh, haben die den? Nee, der kann nicht treffen, die Pfeife. Aber ich weiß von wo... Du hast mich schon auf dem Radar. Wow, hast du geschossen da gerade? Ja. Versucht ihn. Okay, das höre ich. Alle schießen auf den Heli, ey. Na, jetzt fliegt er weg. Macht ein anderes Manöver. Nur etwas weniger als 400 Meter. Ich sehe den Typen immer nicht. Du musst eigentlich... Fuck, wenn da nicht so viele Bäume dazwischen wären. Hat gerade jemand von euch geschossen gehabt? Naja, ich schieß von... Der ist jetzt über dir, pass auf. Ich geh ein bisschen in Tannen. Ja, auch eine Tanne suchen. Kann hier leider nicht so durchgehen. Der muss nochmal hovern. Der hat eben echt so lange gehovert. Oder war ich noch erschöpft? Ja, aber sag mir, wenn er hovert, dann halt ich auch rein. Ja. Kann ich sogar den Gun rausschießen. Ich wechsle mal weiter Posi. Also ich laufe weiter rechts. Also der eine M24-Schütze müsste genau hier irgendwo sein, wo ich jetzt gerade rumlaufe. In dem Waldgebiet. Ich sehe den Heli nicht mehr. Ah doch, da, jetzt hovert der. Oh, der hovert jetzt richtig gut. Sicher? Ne, der fährt los. Ja, jetzt fliegt der. Ich hab wieder Mucka geschossen, ne? Ja, ich hab einen Schuss auf ihn. Einer hat neben mir nachgeladen. Ja, das höre ich auch die ganze Zeit und das
irritiert mich voll. Hier unten bei mir im Wald, südwestlich liegen Leichen. Naja, bei dir ist auch irgendwo Perry getötet worden. Musst aufpassen. Jo. Hast du wird geschossen? Nein, nein, nee, das war wieder der mit der M24. Ja. Den er getötet hat, das war ganz westlich in dem kleinen Waldgebiet, da hat er gerade einen getötet. Wieder ein Spieler. Ich höre seine Schüsse, aber ich sehe ihn nicht. Ich seh ihn, ich schieße. Der ist westlich in dem kleinen Waldgebiet. Nicht, dass du auf mich schießt, ne? Weil ich sehe zum Beispiel deinen Namen nicht. Hast du ihn? Ich bin so weit weg. Der Helikopter, der hovert immer noch. Wenn was, sag ungefähr, wo der ist, ne? Damit ich auch schießen kann. In so einem ganz kleinen Gewaltgebiet westlich ist der. Ich bin auch weit westlich, weil ich kann von deshalb. Ich bin aber im großen, glaube ich, Waldgebiet. Ich muss mir eine andere Position finden, aber wenn ich weiter nach unten gehe, ist das so gefährlich. Ich pick euch die Koordinaten von deinem Punkt raus. Sekunde. Perry, wo bist du? Läuft der weg oder sitzt er da? Gerne. Der ist gerade weggelaufen, okay. Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Richtung Westen? Ja, der ist bei 037 123. Da liegen Leichen und da wurde auch geschossen mehrmals. Und da habe ich 120? Auch gerade den angeschossen. Ja, 37 123, da in diesem kleinen Waldzipfel. Da drinnen hocken die. Oder hockt einer. Ah, da meinst du? Ja. Da hat auch der Heli eben hingeschossen. Ich bin im Norden, in dem kleinen Wald, in dem großen Waldgebiet. Da der Heli landet wieder, der geht wieder in den Hover-Modus. Oh nein, ja, der hovert wieder und ich kann jetzt nicht. Eist ihr den Typen? Endlight Wars killen? Nein, da war ich nicht. Jetzt schießt hier einer von links. Was ist das versteckt? Ah, ich seh ihn wieder. Ist das der Heli, der schießt? Ich glaube ja. Jetzt gerade schon. Aber davor hat ein Spieler auf den geschossen, südostenmäßig. Ob die Kiste gelootet ist? Ich hab mir einen neuen Berg. Oh, das. Quizzix schießt. Auf ihn schießt du? Ja. Hab ihn. Zunken. Ja, warte. Hatte der Survivor-Skin oder was hat der? Der Survivor-Skin, das war der mit der M24. Ja, das war dann der, den ich gesehen hab. Ich wechsle nochmal meine Sniper-Pose. Ich glaube, ich hab einen besseren Berg gefunden. Aus Richtung Balota schießt auch jemand aus dem Heli. Okay, Heli scheint weg zu sein. Der ist ja Balota der Airfield. Kreist über dem Airfield. Das heißt, wir könnten theoretisch die Kiste looten ihm. Ich sitze neben der Kiste, du kannst es, dann könnte ich dir Deckung geben. Also ich bin... Ich kann nicht. Ich bin ganz weit weg. Und mit Snipers ist es für mich auch absolut un... Ach so, das stimmt. ...taktisch, also, die looten zu gehen. Bist du noch in der Nähe? Gibt der Manu-Keks dir nicht Deckung, dass du die eben looten kannst? Doch, doch. Ach, ja. Ich habe keinen großen Rucksack. Also nehme ich gerade. Deshalb kann ich nicht looten, ich habe keinen Platz. Ich weiß ja nicht, ob wenn da ein Rucksack ist, dann ist das gut, aber wenn da nicht keins ist, dann habe ich ein Problem. Weil, also wenn da ein großer Rucksack ist, dann kannst du wegrennen und ich kann dann looten, aber wenn da keiner ist... Ja, dann guck du doch eben, ob da ein großer Rucksack ist. Ja. Pass auf, Dings. Manu? Ja. Ja, okay, ich renne los. Daily kommt wieder. Nein. Doch, der kommt auf mich zugeflogen. Muss auf ihn schießen.
In der Factory müsste jemand sein, da hat er hingeschossen. Oder da schießt er hin. Ja, der umkreist die Factory. Ja, ein Large Comeback ist da drin. Beeil dich ein bisschen, nicht dass der Heli jetzt wieder kommt. Und der kommt, glaube ich, wieder. Ich habe jetzt ein paar Waffen genommen, da ist noch ganz viel anderes Zeug. Da sind noch 3 oder 4 M60. Ich habe 2 Stück davon. Er kommt wieder in unsere Richtung. Ist wieder über der Lootstelle. Draufhalten? Ja, komm, lass mal alle drauf, ja. Komm, Inka gespawnt. Ich halte volle Kanne drauf. Yo, die Sync. Ja. Ich habe aber was übelst reingehalten. Einer. Ich habe übelst reingehalten. Lord Painbringer was killed, aber keiner von denen. Alter, wäre Desync nicht, ne? Da wäre sowas von tot eigentlich. Er guckt out ab. Der hat auf jeden Fall was auf Small bekommen. Wir können das schnell looten. Und abdüsen. Ja. Manu, du kannst auch loslaufen, ich bin voll. Da sind noch 3 M60 und M14 Arten und sowas. Ja, da schießt noch was, da schießt noch was. Weit ja, nördlich. Bei dir in der Nähe. Nordwestlich. Ich weiß aber nicht, auf wen er geschossen hat. Der hat nicht auf den Heli geschossen. Ja, fliegt jetzt über die Mission. Oh Gott. Mitten auf der Mission. Fuck, ich komm zurück. Ich denke, ich bin tot. Nein, nein, chill. Der dreht, der ist ganz hoch. Der kann nicht so schwer treffen. Ja, der fliegt auch viel zu schnell. Ja, der ist so schnell. Obwohl jetzt nicht mehr. Jetzt bremst du ab. Jetzt musst du langsam Land gewinnen. Lauf in meine Richtung, lauf in meine Richtung. Weil er muss gleich drehen und dann, wenn er auf mich zufliegt, ist er tot. Ist er noch da? Ne, der haut ab. Wenn ja. Das kein D-Sing ist. Der Typ mit dem Fahrrad, der da jetzt ankommt, bin ich. Ja, da liegen noch so viele Sachen, die du mitnehmen kannst. Wenn du Platz hast. Oh, hier schießt einer links neben mir. AK-17. Links neben mir. Auf dich? Nein, nein. Müsste auf euch geschossen haben. Bist du geschossen, Manu? Ne, ich hab nichts ab. Ich seh den. Er läuft noch. Wenn er gleich stehen bleibt, baller ich auf den. Wer ist mit dem Fahrrad hier? Keiner von uns. Ich bin tot. Ich hab ihn getötet. Auf mich wird geschossen? Ich hab den getötet. Auf mich wird immer noch geschossen. Hier hinten bei mir ist einer. Ich hab noch 400 Blut. Wo? Ich kann gerade nichts erkennen. Ich kann das bei der Kiste sagen, ist auch jemand am looten gerade. Kommst du da weg, Manu? Versuch es. Ich bin hier neben dir, nicht zu schicken. Pass auf, der war ganz nah an mir. Und an der Kiste ist einer am looten, wie Pavi sagte. Ja, den wollte ich gerade töten. An der Kiste sind alle tot, die ich sehe. Nein, ja, einer liegt hinter der Kiste, der zielt auf uns. Der hat mich ja getötet. Kann einer von euch hier hinkommen? Am besten Manu Kicks, ich geb dir ein Bloodpick. Kiste, ja. Hab ich im Blick jetzt? Hab ich auch im Blick, der sitzt dahinter. Oder der hat sie ausgelockt. Aber genau. Nein, der ist da immer noch, ich hab ihn. Ich schieße gleich, warte. Nein, jetzt. Nicht schießen. Na, war daneben. Zu tief. Ah, fast. Hit. Hab ich tot. Den? Jo. Ja. Okay. Jetzt links von mir müsste einer sein. Den irgendwo. Hab ich schon. Ne, ich meine noch einer. Weil Dings wurde angeschossen, Manu Kicks. Bist du das? Oh mein Gott. Ja, das bin ich, alles gut, sorry. Ich dachte, du hast das eben gesehen. Nimm bei mir aus der Tasche 3 Rabbits oder 4 und dann isst die ganz schnell. Ich hab ein Bloodpack dabei, ne? Ich sehe, glaube ich, die Leichen, die du getötet hast. Dankeschön. Oder dann loote ich auch meine Taschen voll, weil ich weiß nicht, ob der ein Large Gunpack hatte. Hinter uns könnte noch einer sein. Da habe ich eine extrem dicke Waffe gehört.
Ja, die war weiter weg, die habe ich auch gehört. Hier habe ich ihn irgendwo, da habe ich ihn getötet, den loote ich. Ich gucke auf die Kiste, ne, kannst dann losrushen. Ja, der hat nix. Ich nehme eine Waffe für Perry mit. Ja. Eine MK17. Okay, dann können wir hier weg. Lass hier weggehen. Nach hinten weg. Also nach Westen. Westen und dann nach Norden. Weil da habe ich eben noch Schüsse gehört. Kann sein, dass da noch was ist. Perry, wo bist du gespawnt? Wieso da? Ist das weit weg? 2 Kilometer von der Mission ungefähr. Okay. Ja, sonst komm einfach nördlich der Mission, dann treffen wir uns da. Jo. Hast volles Blut? Ja, ich hab volles Blut. Okay. Wie viel Rabbits hast du gegessen? Was gibt einer 4000, ne? Oder 6000? Ich hab pro Ding 4000 bekommen. Okay. Hat sich dann auch noch so ein bisschen nach und nach regeneriert. Ich verstehe nicht. Wir können uns ja bei Bohr treffen. Hier ist noch. Hier ist noch ein Safe. Ich verstehe nicht, wieso die Leute laufen, anhalten, anfangen zu schießen, obwohl die noch mega am Wackeln sind. Manchmal gibt es Glückstreffer. Ja, aber wie hoch ist die Chance? Sehr gering, aber. Okay, dann lass hier auf Fahrräder gehen. Jetzt sag meine Keks, ich hab keins. Denkste? Ich bin vorhin an der Scheune vorbeigekommen, hab noch eine Toolbox gefunden. Jo Leute, da ist das Video auch schon zu Ende. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Samstagabend kommt wieder ein DayZ-Stream. Heute Abend kommt ein CSGO-Stream und so weiter und so fort. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.